Ich möchte die 5 Tonnen Rohöl abgeben. Es gibt keine Probleme, nur Lösungen, nicht wahr? Das ist soweit eigentlich korrekt, ja. Sie sind eine Gefahr für diese Stadt. Sie muss vor Ihnen geschützt werden. Sie muss vor Ihnen geschützt werden. Alles klar. Ich habe vor, Gebäude für Gebäude vom Netz zu nehmen. Aber dafür muss ich erst unsere Operationsbasis sichern. Alles klar. Eine Ölraffinerie und eine Carbonfabrik und dann möchte sie 5 Tonnen Carbon. Die ist ganz schön fordernd, also muss ich schon sagen. Die ganze Zeit hat sie es da jetzt zum Forschen immer angehalten, während ich am Erzählen war, ist sie mir ins Wort gefallen. Jetzt will sie, was weiß ich, dass ich baue. Ich glaube, mit der muss man mal ein ernstes Wort reden. Ölraffinerie, haben wir hier. Ja, die setzen wir einfach auch mal da vorne bei die Produktion dazu. Wir setzen erstmal noch ein Warenhaus. Das machen wir mal dahin. Und nehmen uns die Carbonproduktion vor. Da brauchen wir einmal die Fabrik. Einmal. Was denn das? Ach, okay. Brauchen wir einen Schaufelradbagger. Weil ich habe keine Lust, da jetzt einen Minenplatz für die Kohleförderung zu verschwenden. Ein Schaufelradbagger und dann die Fertigung. Die setzen wir einfach da dazu. Beeilung bitte. Die Zeit drängt und das Rohöl muss auf Ihrer Insel noch zu Carbon verarbeitet werden. Setzen eine schöne Straße rein. Oh, 30 Tonnen Eisen. Während ich die Aufnahmen hier mache, wird gerade das EM-Spiel Deutschland gegen Holland übertragen. Und ja, man hört gerade meinen Vater unten rumrufen. Anscheinend ist für irgendeine Mannschaft das Tor gefallen. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, für welche. Nur man hört es eben durch das ganze Haus. Ja, was war das gerade? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wir brauchen Munition. Munition. Okay. Ja, wir haben Eisen. Warum haben wir denn eigentlich so viel Eisen? Wir haben hier die Schmelze. 2 Werkzeugfabriken. Eigentlich müsste das doch aufgebraucht werden. Okay. Kümmern wir uns mal um die Munition. Ich hoffe, das erhält sich auch so, dass wir Eisen im Überfluss haben. Produktion, weil die Waren nicht abgeholt werden. Okay. Ja, dann scheint das schon so seine Berechtigung zu haben. Ah, Moment, was haben wir? Wir haben wirklich rohes Eisen. Nee, verarbeitetes Eisen zu viel. Okay. Dann setzen wir einfach die Munitionsfabrik dahin. Dann kann die sich das abholen. Und ja, wir haben dann bald genug Munition, um uns eigene kleine Kriegsschiffchen zu bauen. Und die Steuern. Die Steuern sind wieder im Keller, aber aufs Übelste. Deshalb würde ich sagen, wir produzieren noch ein bisschen Werkzeug zusätzlich. Dafür brauchen wir hier oben eine neue Kette. Die setze ich jetzt einfach mal dahin. Einmal Werkzeugproduktion. Ja, Eisenerzmine. Registriere Energieknappheit. Einen schönen Bagger. Ja, gleich machen wir das. Eine Schmelze und 2 Werkzeugfabriken. Angemessen. Das reicht natürlich nicht mehr aus. Eine. Und lassen mal kurz schneller laufen. Produktion immer noch kontaminiert. Das ist natürlich auch mal braucht Werkzeuge, meine Werkzeugfabrik aufzubauen. Was hat die denn jetzt schon wieder? Jetzt red mir doch nicht immer ins Wort. Ich verstehe doch nicht, was ich erzähle. Oder ich verstehe, wenn ich erzähle, nicht, was du redest. Idis Fangnetz aus dem Kontor an Bord ihres Schiffes. Benutzen die das Fangnetz in der markierten Bucht und bringen sie eine Ladung frischen Fisch nach Delta-Komplex. Ah, ein Antibiotikum. Ach, dann können wir auch endlich wieder die Fische verfüttern an unsere Leutchen hier. Das machen wir jetzt erstmal als erstes. Ja, wo müssen wir das abholen? Machen wir das direkt hier? Fangnetz, ja, super. Kontrollgruppe für Tests erforderlich. Testobjekt frischer Fisch benötigt. Wir schicken unser Schiff mal da hoch. So.
Ja, wobei war ich eigentlich gerade? Werkzeugproduktion. Ja, die müsste jetzt eigentlich hochfahren. Dann können wir hier gleich mal ein paar mehr Leutchen ansiedeln. Das ist ja echt ziemlich arm. Die geben aber auch, glaube ich, wirklich kaum Steuerabgaben, diese Laboranten. Wir haben jetzt minus 408. Und hier oben liegt alles im Argen. Ach, da habe ich wieder Mist gebaut. Ei, oje. Dann müssen wir die beiden wegmachen. Da habe ich jetzt keine Straßenanbindung. Das hier müsste sich jetzt regenerieren. Und da geht es hoffentlich aufwärts demnächst. Aber ich denke mal, wenn wir uns unsere Antibiotika da erforscht haben, dann können wir auch Tycoons ansiedeln und die geben einfach mehr Steuern, glaube ich. Wie ich das jetzt verstanden habe. Und wir haben Fisch. Sehr gut. Sogar frischen Fisch. Keinen verdorbenen Fisch, sondern den richtig guten Scheiß. Den richtig krassen Scheiß. Alle Parameter korrigiert. Erforschung des Antibiotikums jetzt möglich. Ja, dann werden wir das doch tun. Wir haben unser Hier bin Forschungslabor, ich steht voller uns nichts im Weg. Inspiration. Erst gestern habe ich eine neue Erfindung gemacht. Wir müssen es nur finden. Antibiotikum. Oh, das geht sogar super schnell. Nahrungsversorgung sichergestellt. Sehr Problem gelöst. gut. Das ist super. Dann können wir jetzt da auch noch zwei Fischbuchten hin. Fischbuchten, genau. Ja, wir erstellen Fischbuchten. Nein, natürlich. Fischereien, das war das Wort, das ich gesucht habe. Manchmal fällt einem einfach nichts mehr ein. Und da wird gespeichert. Spiel gespeichert. Das sagt mir wieder, dass wir 15 Minuten am Spielen sind. Das heißt, wir befinden uns jetzt schon in der zweiten Folge seit Beginn der Aufnahme. Die andere ist bei 10 Minuten ja schon abgelaufen. Und komm, wir siedeln einfach die Tycoons, siedeln wir einfach extra. Die siedeln wir jetzt mal extra hier an. Da ein wunderschönes Dorfzentrum. Und wieder das altbekannte Spiel. Ein Weg in diese Richtung. Komm schon. Und ein Weg in diese Richtung. Achtung, Aber wisst ihr was? Produktionsstillstand. Ich mach das jetzt mal. Ich mach das jetzt mal, auch wenn es ein bisschen länger dauert, wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist. Aber ich mach das jetzt mal vernünftig. Frage ist natürlich, wie habe ich das immer gemacht? Wie habe ich das immer vernünftig hinbekommen? So, genau. Einmal so und einmal so. Da könnt ihr natürlich jetzt in die Kommentare flamen, dass das immer noch nicht das Optimale ist. Aber so habe ich es immer gemacht, so habe ich immer gespielt, so hat es mir Spaß gemacht. Und ich denke mal, das ist auch alles, was zählt. Das war natürlich falsch. Das war klar. Reden und planen ist natürlich schwer. Einmal hier, einmal da, so. Aber diese Wege sollen natürlich nicht so stehen, sondern die sollen so stehen, dass da die Häuser reinpassen und am Weg abschließen. Das heißt, die müssen hier entlang gehen. Genau. So war das eigentlich gedacht. Und na, da weg. Jetzt stehen natürlich da oben die Häuser viel zu nah dran. Eieiei. Ich glaube, das war wohl nichts mit dem Schönbauen. Aber ich lasse das jetzt so. Ich habe da keine Lust, das jetzt zu verbessern. Weil eigentlich müssten diese Häuser hier direkt am Dorfzentrum abschließen. Ich lasse die jetzt einfach mal so stehen. Kommen sie direkt in Casino hier rein. Zack. Und da drumherum siedeln wir jetzt einfach mal die Leutchen an, damit die möglichst schnell aufsteigen. Einfach hingeklotzt den ganzen Kram ihren Weg hoch. Machen wir hier eine Querverbindung einfach. So, und den wieder weg. Genau. Gut, dann brauchen wir noch eine Schnapsproduktion für die Tycoons. Die hatten wir die in den letzten Versionen schon mal. In den letzten Missionen. Ich glaube schon, ich glaube, die hatten wir schon mal. Aber egal, ich setze jetzt da einfach irgendwo ein Warendepot hin. Zieh da mal einen Weg hoch. Oder runter. Runter ist vielleicht besser, da haben wir mehr Platz zum Bauen.